aus. Guck mal da hinten, Schnicki, wie das hochpescht. Das Wasser. Das Boot ist gekentert da hinten, Schnicki. Das Fischerboot da hinten ist gekentert. Da wurde dann natürlich die Gefahr richtig, richtig klar. Denn da waren ja für uns zum ersten Mal sichtbar, ey, da sind Menschenleben jetzt wirklich gefährdet. Beziehungsweise dann im Fischerboot konnte man davon ausgehen, dass da halt niemand überleben wird. Silvia Kulp ist noch beim Frühstück in der Strandbar. Und die Welle kam immer weiter und immer weiter raus. Und ich habe dann zu meinem Freund gesagt, wir müssen hier weg. Also ich will hier weg. Und er sagte dann nur, ich zahle noch, geh du schon mal vor. Boah, was ist das? Da sind total viele Fischerboote gekentert da hinten. Komm, wir müssen los. Wir müssen weg. Nach hinten, komm. Jeder reagiert anders. Manche verharren. Zwei Stunden und 10 Minuten nach dem Beben erreicht die erste Welle den Strand von Khao Lak. Lass uns los. Ja. Boah. Tsunami. Ja? Mein Vater nahm meinen Bruder an der Hand und meine Mutter nahm meine Schwester. Und wir rannten alle zusammen zwischen die Bungalows. Zur gleichen Zeit fliehen auch die Kühns vor der Todeswelle. Ja! Ja! Ich kann doch nicht bei dir! Ja. Familie Hebestreit wird im Hotel von den Wassermassen erfasst. Und dann kam es. Und dann, ja, dann war man im Wasser. Ne? Dann war der Raum geflutet so schnell. Und dann war ja das Wasser aber auch, das war gleich bestimmt 5 Meter gleich hoch. Sofort hoch irgendwie. Da wurden wir auch richtig hochgedrückt in diesen 5 Metern. Da waren wir dann oben. Doreen ist dann nach unten durchgetaucht mit Felix. Irgendwie Felix hat sie noch einen Schubs gegeben. Irgendwie ich hielt ihn aber fest irgendwie. Ne? Scheiße, komm, weiterlaufen! Die Welle ist fast 11 Meter hoch. Silvia Kulp und ihr Freund flüchten sich in ihr Badezimmer im ersten Stock. Ich sehe dann noch, wie das Wasser am Fenster hochsteigt und so 10, 20 Zentimeter an der Scheibe steht das Wasser. Und ich denke mir nur, hoffentlich hält die Scheibe. Und die Scheibe hielt aber nicht mehr. In dem Moment platzte die Scheibe und der Raum war innerhalb von wirklich Bruchteilen von Sekunden voll mit Wasser. Ich komme hier nicht mehr raus. Hinter mir war nur ein kleines Fenster, wirklich nur ein ganz kleines Fenster. Da komme ich niemals durch. Das war's. Du stirbst. Die Flut reißt das Hoteldach weg. Silvia ist befreit, doch nicht gerettet. Dann kam irgendwann ein Stuhl auf mich zu. Ich musste immer an die Titanic denken. Ich hatte den Film kurz vorher gesehen und musste daran denken, dass ich mir irgendwas nehme, ein Stück Holz oder ein Brett, irgendwas, dass ich mich daran festhalten kann. Da war einfach Müll, Schutt, Tische, Bänke, Stühle und man Palmenäste und Bäume schon und man war einfach mit nach hinten geschwemmt worden. Man konnte sich nicht halten. Es war wirklich ein Wildbach, ein Strudel. Und ich weiß, dass Nadine dann weg ist und Steph und Jan hörte ich noch schreien. Sie hatten so Styropor-Surfbretter und der Steph hat ihm das zugeworfen, hat gesagt, halt dich bitte fest. Dann war ich lange unter Wasser, versuchte hochzutauchen, habe mir einen Weg freigemacht durch den Schutt und das Holz und den Dreck. Dann war ich oben und habe mich an einem Brett festgehalten. Das Wasser reißt viele Familien auseinander, auch die Hebestreits.
sich auch schlecht über Wasser halten, zu dritt. Man braucht ja einen Arm frei irgendwie, ne? Dass man so ein bisschen rudern kann irgendwie, ne? Ja, nur hatte ich ja Felix in der linken Hand und dann habe ich immer sein Handgelenk so, ne? Da hatte ich die meiste Kraft so drinne. Also die Hand hätte keiner aufgemacht. Komm, wir müssen das schaffen. Komm, Claudia, wir müssen das schaffen. Wir schaffen das. Claudia, wir schaffen das. Nicky, wir schaffen das. Wir sind hier schon hoch. Wir sind hier schon echt hoch. Wir sind hier schon viel höher als das Wasser. Mama, was ist los? Die Welt verrückt. Was ist das? 3 Stunden nach dem Beben erfasst die Welle die Insel Koh Phi Phi im Süden Thailands. Filmaufnahmen eines schwedischen Urlaubers. Auch auf Koh Phi Phi hat sich das Wasser zunächst von der Küste zurückgezogen. Doch dann steigt es wieder hoch. Erst ist es nur eine flache Welle. Was folgt, ist eine gewaltige Wasserwand, die alles mit sich reißt. Manch einer filmt noch, als er schon längst um sein Leben rennt. Roger Capolunghi ist in diesem Moment mit seiner Familie am Bootsanleger. Nach 2-3 Sekunden hatte uns das Wasser schon erfasst. Ich konnte gerade noch nach der Hand meiner Tochter greifen und ihr sagen, halt die Luft an. Ich geriet unter die Boote. Ich kam nicht mehr aus dem Wasser raus. Ich sagte mir, das ist das Ende. Ich geriet in Panik und bekam keine Luft mehr. Die Welle reißt auch die heimkehrenden Taucher im Hafen mit sich. Dieser Strudel hat dann letztendlich mich immer wieder nach unten gezogen. Ich habe dann keine Luft mehr bekommen, kam dann hoch. Und wie ich dann immer wieder meinen Kopf nach oben strecken konnte, um Luft zu schnappen, habe ich dann von Weitem gesehen, ich bin ja jetzt 3-mal so weit von der Küste entfernt. Wie Thomas Dechert kämpfen Tausende ums Überleben. Im Hotel von Familie Hebestreit hat sich ein Angestellter auf die Poolbar retten können. Er ist zu geschockt, um anderen zu helfen. Da saß er oben drauf, der Einheimische. Und dann habe ich versucht, das waren so 20 Zentimeter von der Poolbar, wo ich so meinen Arm ausgestreckt habe, wo man immer so versucht hat, nochmal zu greifen. Ja, die rechte Hand war es, ne? Linken Hand hatte ich ja Felix. Ne? Da habe ich wenigstens gedacht, er kommt mal auch ein Stückchen auf mich zu und ich gebe ihm mal die Hand oder so. Ne? Nee, hat er nicht. Aber im Nachhinein weiß ich, dass er selber Angst hatte. Er hat ja auch teilweise unterwegs dann gesagt, Felix, ich kann nicht mehr. Dann habe ich gesagt, du musst, streng dich an, du musst genauso mithelfen wie ich jetzt hier. Wir müssen hier raus aus diesem Schweinkram hier, aus diesem Wasser. Manuela Henzi hat ihren Sohn Jan in den Fluten zu fassen bekommen. Doch wo sind ihr Mann und die beiden anderen Kinder? Mein Mann habe ich auf dem Hausdach wiedergefunden. Und er hat sich dann in dieser Sekunde verabschiedet, also dass ich gut auf Jan aufpassen soll und dass, wenn wir zu zweit nach Hause kommen, das schon ein Riesenglück sei. Auch Roger Capolunghi droht in der Flut umzukommen. Boote werden zu tödlichen Geschossen. Der Sportlehrer versucht sich zu schützen, doch er wird schwer verletzt. Als ich den Kopf wieder über Wasser hatte, musste ich sofort an meine Tochter denken. Sie konnte das unmöglich überlebt haben. Und meine Frau auch nicht. Ich wollte nur noch sterben. J'avais envie de mourir.
Als ich aus dem Wasser kam, fiel mein Blick auf eine zerborstene Glasscheibe. Ich hatte die Spitze direkt vor meinem Gesicht. Dann sah ich meine Tochter, etwa 100 Meter neben mir, Blut und Tränen überströmt. Auch Thomas Dechert schafft es mit letzter Kraft zurück an den Strand. Ganz am Horizont war dann mein Tauchpartner, der ganz allein am Strand stand. Und letztendlich war das mein, wenn ich es so sagen darf, mein Leuchtturm, an den ich mich gehalten habe. Und dadurch, dass er immer wieder gewunken hat, ja, habe ich die Kraft gefunden, ihn zu fixieren und in die Richtung mich zu bewegen. Nach und nach realisieren die Menschen, was geschehen ist. Dann kamen Bretter auf mich zu und die drückten mich an den Baum. Dann plötzlich habe ich mich an einem Ast hochgezogen. Auf diesen Baum haben sich schon mehrere Menschen gerettet, auch Silvia Kulp. Sie kennt Steff aus dem Hotel, bisher nur vom Sehen. Er war der Einzige, der sich dann mit mir auf dem Baum unterhalten hat, der auch seine Ängste mit mir geteilt hat irgendwo. Er hatte Angst um seine Schwester, weil die war 3 Jahre alt und konnte noch nicht schwimmen. Der Mann über ihr verliert die Nerven. Er hat geschrien, er hat durch diesen Schock mit Sicherheit auch in die Hosen gemacht. Ich stand direkt unter ihm, er ist mir auf den Fingern rumgetreten, er hat sich übergeben. Alles irgendwo in meine Richtung runter. Ein Polizeihubschrauber filmt die ersten Bilder der Zerstörung auf Koh Phi Phi, 150 Kilometer südlich von Khao Lak. Dann hörten wir, dass eine zweite Welle kommen würde. Wir rannten so schnell wir konnten. In diesem Moment, etwa 200 Meter entfernt, sah ich meinen Mann, der unter einem Baum eingeklemmt war und uns Zeichen gab. Ich versprach, ihm Hilfe zu holen. Die leicht Verletzten fliehen vom Strand Richtung Hügel. Karin Migdalek findet dort ihren Lebensgefährten unversehrt wieder. Wir sind uns in die Arme gefallen und haben erst mal geweint. Dann haben wir aber auch gleich gesagt, jetzt müssen wir gucken, dass wir, was können wir tun. Sie haben Angst vor einer zweiten Welle, doch die Sorge um die Verletzten überwiegt. Wo wir Geräusche gehört haben, haben wir dann uns durchgewühlt und haben dann den einen oder anderen aus diesen Trümmern gezogen. Und die Menschen, die haben schrecklich ausgesehen. Die haben zerbrochene Arme gehabt, Beine, schwerste Verletzungen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich bin 4-5 Mal an Stellen vorbeigelaufen und dachte, da liegt keiner mehr. Aber sehr viel später habe ich feststellen müssen, da lagen noch einige. Und hierüber mache ich mir selbstverständlich sehr viele Vorwürfe. Die hättest du sehen müssen. Und diesen Vorwurf, der quält selbstverständlich. Viele Jahre quält er einen. Man fühlt sich dann verantwortlich für diejenigen, die nicht überlebt haben. Thomas Dechert hilft auch Roger Capolunghi, der noch immer unter einem Baum eingeklemmt ist. Das war ein unendlich langer Moment, die Minuten bis Hilfe kam. Die unglaubliche Stille, es war schrecklich. Silence incroyable d'ailleurs. C'était terrifiant. Dann kamen zwei Touristen mit einigen Thailändern, Thomas und Chris, die ich bis dahin nicht kannte. Sie sind also gekommen, um mich von dort wegzuholen, während sie versuchten, mir so wenig wie möglich weh zu tun.
Sie schafften es, mich zu befreien und mich außer Reichweite der zweiten Welle zu bringen. Ich erinnere mich aber auch, dass es mir zunehmend schlechter ging. Wir haben uns dann versucht, irgendwie zu unterhalten. Komischerweise geht sowas in so einer Situation, da spielt Sprache irgendwie gar keine Rolle mehr. Ich habe ihm einmal sogar Frère Jacques vorgesungen. Das einfach war meine Intuition, bitte mach die Augen nicht zu, weil du wirst sie nicht mehr aufmachen. Karin gab mir großen Halt und Zuversicht. Sie war sehr stark und immer in meiner Nähe. Das war in dieser Situation sehr wichtig für mich. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Enrico Hebestreit kann sich und seine Familie retten. Das war ein Gelände, so ein Betongelände vom Flur. Das war der Flur so in der Hotelanlage. Und dann auch gleich rauf da, ein Bein rüber, zack, erstmal draufsetzen. Ne? Boah, geschafft, ne? Also erstmal geschafft. Und dann waren wir auch alle drei dann. Ja, und dann war das Erste, was Felix gesagt hat: Papa, du hast den scheiß Urlaub ausgesucht, ne? Das war das Erste, was er gesagt hat, ne? Ich hatte schon 5 Jahre nicht mehr geraucht. Und dann habe ich eine geraucht. Und da musste ich, jetzt heißt geschafft. Also da war es. Das war so der. Nach und nach zieht sich die Flut zurück. Doch nun drohen neue Gefahren. Ich hatte in diesem Moment noch einen Spaghetti-Top und einen Slip an. Mehr nicht mehr. Ich war dann die Letzte, die noch auf dem Baum war. Und einer der Skandinavier, der hat mir dann eben zugerufen, ich soll meine Arme und Beine um den Baum schlingen und mich runtergleiten lassen. Ich habe das versucht, aber das ging nicht. Sie sagte, sie komme hier nicht runter, sie habe Angst und wolle das nicht. Dann kam der Mann und sagte, er fange sie auf. Ich hatte eh schon Wunden und nach einem Meter oder so habe ich dann losgelassen, weil ich komplett aufgerissen war am Körper und die Haut offen war. Und bin halt dann auf den Boden gefallen mit dem Steißbein zuerst und habe dann einen unsagbaren Schmerz im Rücken gehabt. Die Erwachsenen laufen weg, aus Furcht vor einer neuen Welle. Sie lassen Silvia hilflos zurück. Der wahre Charakter zeigt sich tatsächlich in Extremsituationen. Ob man tatsächlich nur an sich denkt oder ob man irgendwo auch noch den Menschen neben sich wahrnimmt und versucht, dem auch noch zu helfen. Nur der 11-jährige Steff steht Silvia bei. Ich hatte schon Angst, aber ich konnte sie ja nicht alleine da lassen. Ich habe nicht nachgedacht in dem Moment. Ich habe ihr einfach geholfen, sie mitgenommen. Mit letzter Kraft bringt Steff die schwerverletzte Silvia vor den nun zurückströmenden Wassermassen in Sicherheit. Er war 11 Jahre, er war klein und er hat es trotzdem geschafft. Er hat es geschafft, dass wir zusammen zu diesem Haus hin gehen konnten. Ich habe dann von den Leuten immer nur gehört, schau, da liegt eine Leiche, da ist ein Arm, da schaut ein Bein raus. Und ich habe nichts gesehen, weil ich konnte meinen Kopf in dem Moment nicht nach oben halten. Ich habe immer nur mit gesenktem Kopf den Weg gemacht. Ich habe nur das gesehen, was zwischen meinen Beinen war. Das war Schlamm, das war Blut, das waren Steine, das waren Trümmer. Und ich für mich habe mir immer nur gedacht, ich hatte nichts an den Füßen, versuch nicht ins Blut zu treten. Steffs Mutter läuft mit dem 9-jährigen Jan zurück zum Strand. Sie sucht Steff und die 3-jährige Nadine. Ganz viele Menschen schreiten um Hilfe, ganz viele tote Menschen, ganz viele. Ich irrte umher mit Jan, wusste eigentlich gar nicht, wohin ich will. Und Jan sagt mir heute, du hast ja den Menschen auch nicht geholfen. Jan sagt, da haben Menschen gewohnt,
gewunken und ich dachte, ich suchte einfach meine Kinder. Stefan Kühn filmt den verwüsteten Urlaubsort. Alles kaputt, und nur die Hauptgebäude stehen noch. Die ganzen Bungalows, alles weg. Was für eine Katastrophe. Sri Lanka, 2000 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Auch hier ist Hochsaison. Auch hier wird niemand gewarnt. Viele Einheimische sterben in den Fluten, wie in der alten Kolonialstadt Galle im Südwesten Sri Lankas. Die Bilanz des Schreckens, mehr als 36.000 Tote. Es war ein katastrophaler Tag, als hätte ein Dämon den Indischen Ozean in die Hand genommen und über Tausende von Kilometern ringsum Richtung Land geworfen. Aber es war kein Dämon, es war ein gewaltiges Erdbeben. Tief unter dem Meer vor der Küste Sumatras, mit verheerenden Folgen auch an fernen Küsten. In Thailand läuft die Rettung langsam an. Nur wenige Überlebende können ihre Familie zu Hause verständigen. Ich rief meine Mutter an und sagte, Maman, hör zu, alles ist gut. Es gab eine riesige Welle, aber alles ist gut. Sie sagte nur, oh, dann genießt es, genießt es. Sie hat doch tatsächlich geglaubt, dass ich von einer Hitzewelle spreche. Wie hier in Khao Lak warten auch auf der Insel Koh Phi Phi die Verletzten verzweifelt auf Hilfe. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon so viele Schwerstverletzte und auch schon Leute, die dann in der Schwere der Verletzungen gestorben sind. Und dieser Hubschrauber, der ist nicht runtergekommen. Und ich habe mich noch so bemüht, aber der konnte nicht landen. Und das hat mich wütend gemacht. Erst nach 13 Stunden kann der erste Rettungshubschrauber auf Koh Phi Phi landen. Ich erinnere mich, wie Karin zu mir kam. Alle waren sehr glücklich, mir sagen zu können, es ist soweit, der Hubschrauber ist gelandet. Du kommst endlich hier raus. Der Schwerverletzte wird nach Phuket ausgeflogen. Seine Frau sucht ihn am nächsten Tag im Krankenhaus. Ich habe nach Roger Capolunghi gefragt. Man sagte mir, er sei nicht da. Da bin ich wirklich in Panik geraten. Ich wagte nicht, auf den Totenlisten nachzusehen. Ich hatte zu viel Angst. Und dann plötzlich hörte ich einen Franzosen, einen Journalisten sagen, soll ich Ihnen helfen? Ich gab ihm den Pass meines Mannes und er versprach, ihn zu suchen. Ich wusste nicht, dass es noch andere Krankenhäuser gab. Er ist losgegangen und hat ihn schließlich gefunden. Die meisten Überlebenden von Koh Phi Phi werden mit Booten in Sicherheit gebracht. Vorne waren die Toten, hinten waren die Lebendigen. Und wir haben das Gefühl gehabt, wir kommen aus der Hölle. Und an diesen Kaianlagen haben in der ersten Reihe einige Thais gestanden. Und hinten dran waren nur Kameras. Und ich habe zu dem Zeitpunkt erst gar nicht registriert, dass dann die Thais uns angefasst haben und haben alle dann gesagt, Lucky, Lucky. Ich habe das gar nicht verstanden und haben uns immer wieder angefasst und anschließend sich, wie beim Schornsteinfeger, sich das Glück anzueignen. Der kleine Steph sucht seine Eltern. Also ich hatte immer die Augen offen, meine Eltern zu suchen. Aber die anderen haben auch gesagt, ich muss mitkommen, ich kann nicht alleine hier bleiben, ich soll mitkommen. Im Auffanglager trifft er Enrico Hebestreit. Er hatte eine Tüte bei sich, wo lauter so Zeug für sich zusammengesammelt hat. Mosquito-Spray und ein Gürtel und Geld hat er ein bisschen was gefunden. Und ja, wie so ein Pfadfinder, ne? Ich war beeindruckt, ne?
Naja, dann habe ich ihn auch so rum, so, ich sage, komm mal her und so, ne? Und dann haben wir ein bisschen so die Geschichten erzählt. Und ich habe ihm versprochen, ich sage, ich bringe die nach Hause. Ich sage, wir kriegen die nach Hause. Ich verspreche es dir, ich bringe die nach Hause. Und ab und zu mal ist er auch rausgerannt und hat auch mal geweint. Ne? Ich habe gesagt, du kannst doch ruhig mal heulen. Ne? Ich sagte, das ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Er hat so immer sich das verkniffen. Ne? War peinlich vor den anderen, weil er sie nicht kannte. Irgendwie, ne? In einem anderen Auffanglager, 4 Kilometer nördlich. Ganz viele Verletzte, die kamen und wurden weggebracht. Sie kamen neue Leute. Viele verstarben auch. Blut lief überall herum. Dann das Wunder. Dann kam Nadine, frisch geduscht, frisch gebadet, also wie ein Engel. Kaum ein Kratzer. Hier hatte sie so eine kleine Wunde, aber sonst hatte sie nichts. Also ihre Locken noch von Weihnachten, kein Kratzer, gar nichts. Also wie sie das gemacht hat, werden wir nie erfahren. Im Krankenhaus von Phuket erfährt Silvia Kulb von der Schwere ihrer Verletzungen. Der untere Teil des Wirbels war gebrochen, aber im Ganzen. Der obere Teil war in 1000 Stücke gebrochen. Und diese Stücke wanderten schon Richtung Rückenmark. Und deswegen durfte ich in diesem Moment nichts mehr, absolut nichts mehr machen. Der erste Gedanke war, okay, ja, ich muss nach Deutschland transportiert werden. Und dann sagt er, nee, geht nicht. Nicht mehr transportfähig, weil 2 Millimeter weiter und sie sind gelähmt. Und noch immer weiß sie nicht, ob ihr Freund die Katastrophe überlebt hat. In dem Moment erscheint er und kommt auf mich zu. Hinkend, Pflaster auf der Stirn, noch in seiner zerrissenen Kleidung, weinend und nimmt mich nur in den Arm und sagt, jetzt wird alles gut. Nur 20 Stunden nach der Not-OP wird sie nach Hause geflogen, von der Bundeswehr. Ich wurde dann in die Medevac reingelegt. Ich habe die Schreie mitgekriegt, ich habe die Aufregung mitgekriegt, als es hieß, es kommt noch ein Schwerverletzter. Der wurde dann auch reingetragen, 2 Meter an mir vorbei. Ja, mehr tot als lebendig. Und ich habe dann auch von meinem Betreuenden Soldaten, der mir die ganze Zeit während des Fluges zur Seite stand, habe ich auch erfahren, dass er gestorben ist auf dem Flug. Die Geretteten suchen nach ihren Angehörigen. Überall waren Leute. Und dann haben überall Leute geweint, weil sie sie nicht gefunden haben. Und andere waren, oder selten war einer glücklich, der jemanden gefunden hat. Seuchen drohen. Eine Thailänderin gibt Steffs Mutter einen wohlgemeinten Rat. Sie meinte dann, dass wir am anderen Tag gehen sollten, solange wir noch Khao Lak verlassen können. Wir sollten uns diese Bilder nicht den Kindern antun. Und wenn Steve lebt, dann wird ihm geholfen. Ist er gestorben, können wir nichts tun. Ist er verletzt, wird auch zu ihm geschaut. Wer kann, verlässt das Katastrophengebiet. Viele werden nach Bangkok gebracht. Wie ist der Fancy mit der Familie Hebestreit? Da kam die Nachrichtenmeldung. Und ich hörte, wie viele Tote es gab. Dann begann ich zu weinen. Und dann habe ich praktisch nur noch geweint. Seine Eltern sind da ganz in der Nähe. Manuela Henzi informiert die Familie in der Schweiz. Und dann musste ich sagen, ja, wir sind zu viert, wir leben, weil vom 26. bis 29. haben sie ja nichts von uns gehört. Und haben gesagt, ja, bis der fällt. Und das war schon ein Riesenschock. Aber realisiert habe ich es, glaube ich, bis dahin immer noch nicht. Enrico Hebestreit verständigt die Schweizer Botschaft. Ich habe den angerufen und habe gesagt, ja, ich habe hier Stefanie. Was? Und wir haben hier die Eltern, alle leben und so. Und denen, das war nun ganz wichtig, dass sie ihn finden auch und so. Ne? Und wo wir sind, und wir sind in Bangkok. Ja, wir sind auch in Bangkok. Dann plötzlich drehte er um, kam zu mir, kniete vor mir hin
und sagte, dass er meine Eltern gefunden habe. Das Hotel war wirklich um Sichtweite, wir sahen es und gingen Steve abholen. Das Einzige, was er gesagt hat, als wir im Hotel waren, Mom, du musst nie Angst haben vor dem Tod. Nie zuvor hat eine Flutwelle so viele Opfer gefordert. Mehr als 230.000 Menschen starben an jenem zweiten Weihnachtstag. Ein Jahr später kehren viele Überlebende an den Ort der Katastrophe zurück. Auch Roger Capolunghi aus Paris. Er stand auf beiden Beinen und seine Frau und seine Tochter standen neben ihm. Und wir haben uns erstmal glücklich umarmt und haben natürlich fürchterlich viel geweint. Aber das waren Freudestränen. Und wir haben nur gesagt, du lebst, das ist das Wichtigste.